Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gears of War Ultimate Game Jam. Yeah. Halli. Hallo. Wir starten direkt weiter in diesem actionreichen Abenteuer. Oh, schaut einfach so schön aus hier. Ja, wir haben vorhin die ersten leuchtenden kleinen Kriecher gesehen. Und die Fabrik, die wird richtig cool. Yeah. Ah, auf die freue ich mich auch schon. Also hier will ich wieder einen Lancer haben. Ich hätte gerne einen Lancer zum Mitnehmen. Bitte, danke. Ja, ich hätte jetzt auch lieber gerne einen Lancer. Oh, was war sind das? Sind die Burschen. Zentrale, hier ist was, das sieht aus wie fliegende Kriecher. Verstanden. Es wurden bereits phosphoreszierende Kriecher gemeldet. Vermutlich durch direkten Emotionskontakt. Warte, schau mal nach oben. Ja. Die auf. Sie sind extrem schreckhaft. Schreckhaft sind die Burschen. Lass uns mal reingehen. Was zum Teufel ist phosphoreszierend? In dieses Gruselkabinett. Sie leuchten. Mach schon die Tür auf. Verschlossen. Lass Jack mal ran. Geht nicht. Diese Türen sind zu dick. Ich bin enttäuscht. Zentrale, hier Delta. Sind an der Fabrik, aber der Eingang ist verschlossen. Verstanden, Delta. Ich werde gebraucht. Ja, endlich. Komm aus meiner Tarnung. Und dann, nein. Okay. Schneller geht's, wenn wir uns teilen. Cole, Bert, ihr geht da lang. Wir gehen nach rechts. Funkt uns an, wenn ihr einen Eingang findet. Oh Mann, scheint keine besonders gute Idee zu sein. Vielen Dank für deine werte Meinung, Gus. Jetzt beweg dich. Ja, Sir. Komm, Cole. Wir gehen. Alles ihm gegeben, also richtig. Verdammt, Markus. Er kommt drüber weg. Oh, da ist einer. Wie kleine Affen. Hast du gesehen? Ja. Munition! Und Lancer. Jawohl. Kannst du einen Longshot haben, wenn du willst. Hab ich aufgenommen. Schau ihn dir an, wie er schreit. Wenn man die Story kennt, von Teil 1 bis 3, dann ist es irgendwie noch voll interessanter hier, dass sie so leuchten und so. Und ich check mal auch, was da mit abgeht. Haben die im alten Teil auch schon geleuchtet? Wenn du dich bei dir explodieren, dann bist du sofort tot. Sind die Granaten. Oh. Ist noch einer. Verrückt. Wie sie aussieht einfach. Schön cool gemacht. Ja. Wieder so eine Situation, wo ich mir denke, so hey, von damals noch. Echt cool. Dass sich viele Spieler heute noch nicht Scheibe abschneiden. Das ist wahr. Schön! Ah, da hinten ist eine Boje gewesen. Das Meer und so schaut auch cool aus. Einfach auf so einer Bohrinsel an der Küste irgendwo. Crazy. Vielleicht sollte ich mir echt mal so ein Gears-of-War-Buch zulegen. Soll angeblich echt so richtig geil sein, dass halt so richtig beschrieben wird, was da abgeht. Auch wie die, diese, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, diese Kämpfe auf jeden Fall, weswegen der Markus irgendwie so ein Problem mit dem hat. Ach was. Okay, wo geht's jetzt oder hin? Oder diese Core ist ja diese Organisation, die überlebt hat. Da gab es aber noch irgendwie so eine andere Streitkraft, so ein anderes Land oder keine Ahnung, was das auch so eine eigene Armee hatte. Und dann, nach diesen langen Kriegen, sind ja dann die Locusts erschienen und dann ging es da richtig los. Ah, okay. Irgendwie so war das. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher, aber auf jeden Fall hat das Team Locusts die anderen gestört. Ich glaube, wir sind schon von Anfang an viel zu weit gelaufen, oder? Ich habe einen Schalter aktiviert und der zweite ist hier. Ah, okay. Aber jetzt kommt der Gegner.
Oh, okay. Unterm Kampf. Weißt du, dass seit Jahren niemand mehr unten war? Bin ich zu dir reingespawnt. Das ist feindliches Gebiet, Mann. Ich meine, es ist schwer genug, diese Dinger bei Tageslicht zu bekämpfen. Aber unterirdisch, im Dunkeln? Da. Das war auch im zweiten Teil das Geile daran, dass man da in die Höhle von diesen Viechern rein, rein muss und infiltrieren sozusagen sogar. Einfach nur erschreckt. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen. Und der Scourge, der heftige Logos mit dem Kettensägenstab. Ja. Da müssen wir rein. Jetzt wird's gruselig, dunkelig. Bert, Cole, wir sind drin. Wo wart ihr so lange? Wir warten seit mindestens 2 Minuten. Akt 3, braucht der Bestie. Scheiße. Wo seid ihr? Im Keller. Was für ein Loch. Zentrale, hier Delta. Wir sind drin. Verstanden. Bewegt euch durch die Fabrik, bis ihr den Minenkontrollraum findet. Ich bringe euch mit den Karren zur Mine. Mhm. Delta, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen den Kontrollraum finden. Vorsicht vor dem schwarzen Mann. Versucht, das Licht wieder anzukriegen. Delta 1 aus. Delta 1 aus. Aus die Maus. Und zu massiv zum Aufbrechen. Der arme Boy. Schon hübsch aus. Schau, du hast so richtig futuristisch. Boom. Ist schon voller Horror gemacht. Ja. Vielleicht hat das auch ein guter Teil gefehlt. Und den vierten auch. Der fünfte sei gar nicht so schlecht. Okay, bin ich gespannt. Eigentlich der vierte auch nicht mehr so. Ich glaube, es war einfach damals die Enttäuschung zu groß. Das kann gut sein. Ja. Vielleicht ist er heute auch besser. Ja, Bert, du hast es. Mach schon aus. Hä? Was? Schon gut. Wohin müssen wir jetzt schon wieder? Genau. Alter. Blöd, Mann. Endlich! Das Rettungsteam! Was machst du hier drinnen? Ich warte auf euch. Ich möchte gehen. Wir suchen den Karrenkontrollraum. Wo ist er? Nun, ihr müsst runter in die Halle durch diese Tür. Aber die ist zu. Dann hilf uns, sie zu öffnen. Wer? Ich? Ich dachte, wir gehen. Verschieb mal noch den Bart nicht. Von Markus ein bisschen nach oben, schon. So 3-4 Zentimeter. Blöd, Mann. Ich sag nicht, an wen es mich erinnert, aber das kann sich jeder selber ausmalen. Vorstellen. Hier Delta 1. Gehen weiter nach Plan vor, aber wir haben einen Gestrandeten bei uns. Ernsthaft? Frag ihn mal, ob er Geobots gesehen hat. Ich brauche einen für den Junker. Hey, Bert, such weiter nach dem Kontrollraum. Phoenix, Ende. Wo müssen wir jetzt sein? Na, er macht uns auf, glaube ich. Er hat den Code. Nee, er hat einfach nur Delta 2 wird angeschaut kommen. Und dann ging's auf die Lüftungen. Ja. Roger, du wirst nicht glauben, wo wir sind. Zentrale, habt ihr die Position von Delta 2? GID-Signale sind schwach. Sieht nach der Kanalisation aus. Hier ist überall Scheiße. Komm schon, Bert, das hat noch keinem geschadet. Stärkt dein Immunsystem. Und es stärkt die Krankheitserreger. Delta 2 Ende. Unglaublich, die armen Schweine. Uiuiuiuiui. Hallo Jungs. Da unten sind die Man Würfen. Riecht euch schon von Weitem. Scheiße, Mann. Komm doch runter, wenn es dir so gefällt. Hier ist noch Platz. Ist wirklich ganz toll hier unten. Nein, danke. Los, weiter. Wir treffen uns bei den Karren. Birdie und the Cold. Oh ja.
fehlt auf jeden Fall noch ein Toter. Können wir nicht einfach gehen? Nein, wir haben was zu erledigen. Bitte, die werden uns noch... Hey, ihr beide versperrt den Weg. Entspann dich, okay? Der, der Typ immer noch. Ist geh weg. Was, du bist angegangen? Und ich nicht? Schön. Das ist ja so crazy. Ich meine, er ist einfach mal neben mir explodiert. Und nicht neben dir. Er wollte es. Das war sein letzter Wille. Scheinbar. Laufen wir jetzt richtig? Aber es geht ja okay. Ehrlich zu sein, irgendwie kann ich mich an die Wege gar nicht mehr so erinnern. Hier durch und wir sind in Sicherheit. Daran kann ich mich erinnern. Ja, die Platte. Ja. Oh. Wir sehen dich, wir sehen. Er hat's nicht wirklich gesehen. Mist, er ist weg. Achtung, wir dürfen nicht stehen bleiben. Achtet auf eure Füße. Verdammt, ich hasse diesen Ort. Ah, ich kann nicht schießen jetzt. Ja, das müssen wir rausfinden. Ich glaube, du bist schon mal richtig. Oh, bei mir höre ich jetzt was. Rechts, rechts. Ich glaube nicht gerade aus. Aber langsam. So. Geradeaus oder links? Okay, ja, ich wollte gerade sagen, geradeaus. Und dann habe ich die Klappe gehalten. Weil sonst wäre ich wieder schuld. Aber sägen könnten wir. Ja, ich habe nur keine Säge. Oh mein Gott. Sieht man das nicht sogar am Boden? Das mit den Stangen? Alle haben Spannung, oder? Ich glaube, das linke Brett jetzt hier ist lose. Das ist auch gerade... Oh, oh. Oh, oh. Oh, kurz vorm Ende. Deine Figur hat mich von hinten gerade irgendwie an Buzz Light... Oh mein Gott! ...hier erinnert. Echt jetzt? Ist der Film eigentlich gut? Schon, ne? Ich fand ihn schlecht. Echt schlecht? Krass. Ja. Also, oh, oh. Aber ich hab dann auch sogar nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde habe ich ausgemacht, weil ich hab das Finale halt nicht gesehen. Und der ist auch gefühlt eigentlich mehr traurig als alles andere. Echt? Cool. Okay, das ist cool. Fand ich zumindest. Scharf, der kleine Stinker da unten. Ciao, ciao. Stark. Schrotflinte. Munition. Hast du nicht die Munition jetzt mitgenommen? Ah, doch. Bin voll. Lancer. High Pressure Pipeline. Soll ich einen Lancer mitnehmen? Was meinst du? Nee, bleib bei deinem Ding. Okay. Okay. Er eskaliert wieder! Der Schrei halt. Ich hab wahrscheinlich eine Anzeige bekommen, deswegen ich verletze. Sie sind überall! Oh. Ah, nein, shit. Nein. Ich komm zu dir. An den Wänden! Oh. Die halten auf jeden Fall weniger aus wie die echten. Findest aber du? Aber dafür halt explodieren. Ja. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ich lauf vor. Okay. Schaut gut aus. Keiner mehr da. Boah. Vor dir! Fick dich! Fick dich, sagt er. Was ist das wie ein Spacken hier bei mir? Dreh wie ein Wahnsinniger. Bild? Was? Ja, Alter, das irgendwie ist bei mir irgendwie alles ein bisschen buggy. Damit meine ich nicht buggy den Clown aus One Piece. Hier gibt's nochmal Longshot, wenn du nochmal zum Boss.
Hier gibt's. Nee, ich bin hardcore voll. Ich kann den Zug nicht anhalten, Baby! Ah, cool, die anderen. Gut seht ihr aus. Das sind und die Burschen. Dieser Duft. Halt die Klappe, Mann. Kein Wort. Wie du willst, Mann. Was ist mit dem Resonator, Cole? Ist er noch ganz? Müssen wir nicht hinein. Ich glaub schon. Ja, die quatschen halt noch. Kannst du uns nicht sogar Kommandos geben mit LB? Tatsächlich. Antreten! Unterwegs. Draußen kommt keiner. Alle gehen weg. Hier müssen wir rein. Ich hab was gesehen. Hoch oben! Da sind die Burschen. Mist! Ich habe auf jeden Fall einen Erdschleicher hier. Erdschleicher. Dodi gehört. Das sind auf jeden Fall richtige Gegner wieder am Start. Ja. Ich versuche sie zu flankieren. Oh, der andere ist mir voll das Visier gelaufen. Wo sind sie? Sind sie schon weg? Ich weiß es nicht. Also ich höre noch Musik. Also irgendwo müssen noch welche sein. Kommt schon wieder neue, aber... Wo? Du bist hier bei mir, oder? Ja, ich sind wahrscheinlich schon auf der anderen Seite. Ja. Oh, Hummer! Weg, 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 weg! Das Kröten fliegt an der Decke. Alter, der Luft explodiert von cool. Ey, komm in den Fahrstuhl. Hinter dir, hinter dir! Hab dich. Boah. Boah. Bereit zum Schuss. Headshot. Hab ihn. Wurde mal wieder Zeit zum Segen. Das war ein bisschen zensiert. Zumindest auf meinem Bildschirm. Formieren. Hab sie. Zentrale, hier Delta. Wir sind im Karrenkontrollraum. Verstanden, Delta. Bauch der Bestie. Jetzt schnappt sich jeder Munition. Cool, ne? Das ist der Titel. Oh, man, oh, man. Ihr Stinker, nehmt bitte eure eigene Karre. Ich werde auf keinen Fall neben euch stehen. Was? Crazy. Bringen die es endlich hinter uns? Ich bin reingeklitscht worden. Ja, auf geht's. Woo! Ich auch. Ach, wir fahren alle alleine. Toll, warum fahre ich ganz vorne mit? Oh Mann, fast tot. Also lieber drin zu bleiben. Oben klettern die gleich auf uns zu. Das weiß ich noch. Wir müssen die Tilten, bevor die bei uns in den Waggon reinfahren. Zentrale, wir fahren in Richtung offen. Okay. Wagen, umlenken. Anja, wir fahren direkt ins Feuer. Umlenken, egal wo. Umlenken, wohin, Anja, schnell. Ah, hast du Glück gehabt. Da. Alter, wie viel Schuss, Mann! Er ist ausgestiegen und bei dir eingestiegen. Vier Schuss hat er gebraucht. Eine Made weniger. Jawohl, jawohl. Nein! Oh, ich hab's da gesagt, aber... Oh Gott. Wie schnell soll ich denn den umbringen, bitte? Aber in dem Sinne, Leute, würde ich sagen, die Folge endet hier. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Servus. Seht das Versagen in der nächsten Folge. Bis dann. Nun mündet der lange Kampf gegen jede Wahrscheinlichkeit in ein letztes, verzweifeltes Aufbegehren.